Moin Moin! Und Glück auf! Ja, Leute, es ist Sommerzeit, es ist Grillzeit und es ist immer wieder Zeit für Nachwuchs. Dieses Mal haben wir ein Masterbuild Gravity und zwar die 600er Serie. Eigentlich so der letzte Grill, den ich noch unbedingt gerne haben wollte. Wir erklären euch gleich ein bisschen was dazu. Was jetzt? Ja, das ist, naja, wer weiß, was noch kommt. Ja. Naja, so ist das halt. Ein bisschen der Nachwuchswagen doch noch nicht abgeschlossen. Also wie gesagt, das ist so der Grill, den ich unbedingt noch haben wollte. Wir erzählen euch gleich ein bisschen was zur Funktion. Als erstes bauen wir den erstmal auf. Und damit fangen wir jetzt an. Dann sage ich mal, viel Spaß. Viel Spaß. Mit erwischt, dann geht's. Ja. Oh, okay, ja, ja. Oh, ja. Schön. Dann lass ich auch noch fühlen, ja. Schon schön warm. Oh, ja. Ja, wir haben das Ding endlich aufgebaut und ja, das war eine ganz schöne Fummelei. Die Anleitung war jetzt auch nicht so mega geil. Teilweise waren da echt kleine Schräubchen, die man in irgendwelchen hinterletzten Ecken dann wieder kontern musste mit kleinen Mütterchen und Unterlegscheibe auch noch. Also ist nichts für dicke Grillmeisterfinger. Das ist eher so ein bisschen filigran. Anleitungen waren dann teilweise Sachen echt schwer zu erkennen. Und die Schrauben, wo sie dann hin sollten mit irgendwelchen komischen Linien, die dann aber wieder verdeckt waren. Und ja, geht so. Aber wir haben es geschafft. Es hat jetzt ja unter 2 Stunden gedauert. Und das Ding steht und ist auch unbeschädigt da rausgekommen aus der Nummer. Ja. Mussten auch ein paar Mal auf und wieder abbauen, aber jetzt haben wir es. Naja, beim Zusammenschrauben muss ich ganz ehrlich sagen, die Wertigkeit von dem Grill und die Gewichte hier am Material, das ist alles ordentlich. Hier ist alles richtig schön pulverbeschichtet. Hier war nicht eine scharfe Kante dabei, egal wo man was geschraubt oder gemacht hat. Also Verletzungsgefahr war hier nicht gegeben. Also Qualität kann ich nur sagen, richtig, richtig gut. Tja, dann gucken wir uns mal die Funktionen im Detail an. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Funktionen an sich. Als allererstes sieht man hier wunderschön, gibt es eine kleine Durchführung für die Fühler. Direkt auch gummiert, dass es ein bisschen abgedichtet ist. Dann haben wir die Grillroste, die beidseitig verwendbar sind. Einmal zum Sear, also zum Anbraten, einmal zum Smoken. Dann kommen wir hier einmal zu dem Kohleschacht oder auch Hopper. Da unten ist auch wunderbar zu sehen, noch so Keramik verbaut. Das schützt so ein bisschen das Blech vor der Hitze und dadurch halt auch, dass es nicht so schnell rostet. Dann wandern wir mal eine Etage runter. Hier haben wir erstmal den Ascheauffang. Und hier oben haben wir so eine kleine Schublade, da kommt dann das Anzündmaterial drauf, also Holzwolle oder was man eben halt gerade nehmen möchte. Ja, machen wir erstmal wieder zu. Wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, die Wertigkeit ist wunderbar. Also es fühlt sich alles sehr, sehr stabil an. Hier haben wir noch eine kleine Ablage, lässt sich auch runterklappen. Was ich ganz cool finde, ist, dass auch der Fettauffangbehälter von vorne zu erreichen ist. Haben sie mit so einer runterklappbaren Sache gelöst. Dann kann man das hier direkt rausnehmen und sauber machen. Einmal wieder hoch, schieben und das Ganze einhaken und dann sind wir damit auch auf dem Weg. Jetzt kommen wir eigentlich zu einem interessanten Teil. Das Ganze ist mit WLAN verbunden, lässt darüber auch Temperatur regeln und auch anzeigen. Auch die Fühler werden darüber angezeigt. Ja, innen drin, man sieht, es hat eine ordentliche Fläche. Das Ganze ist doppelwandig, das heißt, man hat auch erstmal schöne Wärmeerhalt. Ablagerost ist mehr als groß genug. Den kann man auch noch in 2 verschiedenen Höhen einstellen. Den kann man auch noch hier unten hinlegen, wenn man möchte. Wenn man da dann irgendwie Chicken Wings oder Hähnchen noch drauflegt, keine Ahnung. Gibt aber verschiedene Möglichkeiten. Ja, das ist so im Groben und Ganzen das Gerät. Ich zeige euch nachher nochmal die App. Und wir schließen das Ding jetzt erstmal an und schauen, dass wir es einmal ausbrennen, weil das Ganze muss auf jeden Fall mal von den Fabrikationsrückständen erstmal befreit werden. Also bis gleich. Eine Ergänzung. Haben wir ganz vergessen zu erwähnen, oder ich gerade ganz vergessen zu erwähnen. Man sieht, die Räder sind schon ordentlich massiv.
Also das Ding wiegt ja auch, zumindest im verpackten Zustand hat das Paket 68 Kilo gewogen. Hier sieht man auch nochmal die andere Seite. Also es ist schon ordentlich massiv. Und das Schöne ist, kommen wir denn hier hin? Ein langes Kabel, das heißt auch, wenn jemand nicht direkt eine Steckdose irgendwo da hat, wo er den Grill aufstellt, hat man zumindest nicht die, ja, die Qual der Wahl, sage ich mal, für sich noch wieder irgendwelche Verlängerungskabel daran zu bauen. ich zeige noch mal kurz hier drinnen was. Das heißt, dieser Hitzeverteiler. Darüber wird quasi über die Lüftung hier unten, ich zeige auch noch mal den Lüfter, darüber wird das gesteuert. Über Luftzufuhr. Der Lüfter pustet mehr Luft, dann wird es heißer und so weiter. Aber das Prinzip werdet ihr sicherlich kennen. Wie gesagt, jetzt feuern wir das Ding erstmal an. Da sind übrigens die Schlitze, wo man dann die Schieber rausnimmt, um dann die Luftzufuhr eben halt zu starten bzw. auch wieder zu unterbrechen. Die kann man rausnehmen und wunderbar auch noch dort aufhängen. Wir haben jetzt den Grill eingestellt auf 120 Grad. Laut Anleitung soll das erstmal eine Stunde lang laufen. Und dann kommt gleich erstmal noch ein bisschen Öl drauf. Wir brennen das Ganze einmal richtig ein. Die Jungs sind jetzt erstmal schon mal leider weg. Wir werden an einem anderen Tag das Ganze fortführen. Deswegen wundert euch nicht, falls das alles ein bisschen anders aussieht. Wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder. Und auch schön zu wissen, das Ganze ist spritzwassergeschützt, beziehungsweise IPX5 Norm. Also auch nochmal schön zu sehen. Hier hinten nochmal das Schildchen mit der IPX5. Das heißt, das Ding mal im Regen zu betreiben oder wenn mal ein Schauer ist, ist kein Problem. Natürlich, wenn entsprechend auch die Stromversorgung der Standards entspricht. Also zumindest das Gerät an sich ist so in dem Sinne IPX5 Norm. Auch hier schön zu sehen, hier sind an der Seite schon ein paar Haken dran. Wunderbar, da kann man sein Besteck direkt aufhängen. Ich glaube, das Einzige, was fehlt, ist ein Bieröffner. Aber ich glaube, den hat jeder mal so auch zur Hand. Hier habe ich nochmal eine kleine Bildschirmaufnahme von der App. Seht, man kann die Temperatur auswählen, die der Grill selber haben soll. Man kann überwachen, welche Temperatur gerade aktuell ist. Man kann auch noch einen Graphen sehen, wo man den Temperaturverlauf anschauen kann. Dann kann man die Fleischsonden, alle vier Stück, darüber sehen und ansteuern. Man kann da dann Temperaturen auch einstellen und man kann das Gerät sogar vom Handy aus ausschalten. Ja, wie man sieht, wir haben das Ganze jetzt erstmal schön alles eingeölt. Und jetzt geht das Ganze nochmal für eine halbe Stunde bei ungefähr 180 bis 200 Grad. Und dann ist er eingebrannt. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns an dem nächsten Tag wieder. So, Freunde, Prost, der Tag ist um. Oh, die beiden Dicken haben so geschwitzt, die mussten sich schon umziehen. Ja. Naja, ich habe ja schon im Video erwähnt, dass wir noch am nächsten Tag weitermachen werden. Ja. Ja dann. Also, was ist zu dem Grill zu sagen? Den Aufbau haben wir gerade alles schön erklärt, wie der funktioniert. Ich habe da jetzt, das blende ich jetzt auch nochmal schön ein. Ich habe ein paar Würstchen schon drauf gegrillt, ich habe da Burger drauf gegrillt. Und jetzt gleich machen wir uns noch ein schönes Beef Brisket fertig. Mal schauen, wie das wird. Das werden wir gleich nochmal berichten können vielleicht. Ja, wenn das sonst irgendwelche Fragen sind, natürlich gerne stellen. Ja, ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, euer Kohl und Stahl Team. Ciao. Hoffentlich ist man hier so durch. Das Messer ging schon mal leicht durch.
da sogar einen Rauch rein. Ja, der macht ja Holzkohle, davon reicht ja schon. Sehr schön. Mal gucken, bin gespannt. Ne? Schon mal hier auch nochmal einen Mittelschuh. Ja, mach mal. Och, das geht aber so durch, Alter. Ja, hast du hier noch einen Schuh? Guck mal, hast du sogar doch. Ja, ja, da ist es. Da ist das Saftige. So will man das doch sehen. Dann kannst du schöne Streifen abschneiden. Ja, das ist doch fein. Oh, red nicht, reif da drüber. Probieren wir mal das Brisket, ne? Auch ein Glas haben. Brisket-Test bestanden. Ihr Prostmänner, haben wir schon wieder ein Video im Kasten. Oh, Prost. Ihr seid auch noch da? Also, hier geht's zu meinem Kanal, da könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Macht das doch mal. Hier oben findet ihr noch weitere Playlists und andere Videos von uns. Und da unten, da kommt jetzt unser letzten Video. Genau. Viel Spaß. Guck mal rein. Wir gehen jetzt mal ins Saufen.